Nachdem ihr nun wisst, was Intervalle sind, werde ich euch nun zeigen, wie man sie bestimmt. Hierfür benötigt es zwei Schritte, die Grobbestimmung und die Feinbestimmung. Für die Grobbestimmung brauchen wir nichts weiter als die Noten und ein Notensystem. Im folgenden Beispiel bestimmen wir grob den Abstand zwischen den Tönen eingestrichenes A und 2 gestrichenes D. Zur Grobbestimmung der Intervalle reicht es aus, festzustellen, auf welcher Stufe der höhere Ton über dem tieferen Ton liegt. Wir zählen die Stufen, beginnend mit dem tieferen Ton als 1. Wir zählen für jeden Zwischenraum und jede Notenlinie eine Stufe und sehen 1, 2, 3, 4 Stufen vom A bis zum D. Das macht laut Tabelle eine Quarte. Das heißt, D2 liegt auf der 4. Stufe über dem A1, also liegt eine Quarte vor. So, das gleiche probieren wir gleich nochmal mit anderen Tönen. Nochmal sei betont, dass es vollkommen unerheblich ist, ob die beiden Töne Vorzeichen besitzen oder nicht. Für die Grobbestimmung zählen wir einfach nur alle Stufen zwischen beiden Tönen, beginnend bei dem tieferen. Nun nehmen wir mal ein eingestrichenes A zum 2 gestrichenen Fis. Der tiefere Ton bildet den Startpunkt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir sehen, der obere Ton liegt auf der 6. Stufe und wir können grob bestimmen, dass das Intervall eine 6. ist. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man Intervalle fein bestimmt.